Willkommen zurück zu Tales of Crasis. Im letzten Part haben wir dieses Rätsel hier gelöst und heute wollen wir nach oben und dort die nächste Erinnerung von Lambda sehen. Ich bin schon... Ich bin schon sehr gespannt darauf, was er uns als nächstes zeigen wird von seiner Vergangenheit. Letzte Erinnerung war ja, wie er mit dem Shuttle nach Ephinia gekommen ist und wie Cornell von den Leuten von Emerald erschossen wurde, beziehungsweise von den Humanoiden, die Emerald halt selbst erschaffen hat. Und das war eine ziemlich krasse Szene auf jeden Fall. Und deswegen bin ich gespannt, wie es da jetzt weitergeht, definitiv. Oh Mann, ey, das könnte jetzt echt wieder krass werden. Aber hier ist so ein Gegner, bist du wieder ein Boss? Ja, scheinbar. Der scheinbar nicht aus dem Weg geht. Da hatten wir schon mal so einen ähnlichen Kampf, gegen irgendwelche komischen Ritter oder sowas in der Art, die auch einfach so rumstanden und gegen die dann kämpfen mussten. Oh, mal gehen, was seid anfällig? Nova und Shea, was auch mal Shea ist. Okay. Dann hauen wir ein bisschen drauf, würde ich sagen. Oh Mann, ey. Was fehlt denn darum gerade? Aua, könnt ihr nicht? Es tut voll weh, ihr Mistviecher. Die halten echt einiges aus, scheinbar. Wie viel hat der andere schon weg? Auch schon ein bisschen was. Oh, der mehr definitiv. Ist ja auch der, den ich permanent angreife hier. Vielleicht hat er einen Kleinen gespawnt oder war er schon die ganze Zeit da? Ich mach den erstmal weg, dass der nicht rumnervt oder so. Okay, Elefante, sollte ich mich von denen eventuell fernhalten. So, sehr schön. Kannst du nicht, du kleines Kackvieh? Oh Gott, Sophie, nicht sterben, bitte. Bitte heile dich. Dankeschön. Au. Okay, am LF-Schub. Kann man ja Mystic Art machen, bitte. Ich mache einfach mein Astes. Oh, Sophie macht ihr Astes, meinetwegen. Ist auch okay. So, warum war überall gerade schwarz? War das ein Grafikfehler? Keine Ahnung. Das sah seltsam aus. Ups, ich will auf dem bleiben eigentlich. So, das sieht aber halbwegs gut aus bisher. Die Leben sind auch noch vollkommen okay von unseren Leuten. Wir haben schöne Heilung von Sharia und Sophie. Also wäre so ein kleines Mistvieh. So eine Schwertbiene. Die sollten mir eventuell die Ass wegmachen. Ach du Scheiße. Sophie, bitte heile dich selbst. Ich bin hier vorhin in der Front und... Ach du Kacke. Kümmere ich um alles. Will mich ja wieder beleben, bitte. Sharia, Sophie, wer auch immer. Sharia macht scheinbar gerade. Dankeschön. So, erstmal ja auf die Schattbiene, genau. Aua. Oh nee, jetzt kann ich nicht angreifen. Was macht Sharia gerade? Ah, Revitalizer ist sehr gut. Ja, das wäre jetzt vielleicht besser gewesen sogar. Du kannst du einfach sterben, weil du bist halt wirklich nervig. Aua. Mann, ey. Verpiss dich einfach. Ey, die spawnen hier immer mehr von diesen kleinen Kackviechern. Also ohne Mist, das nervt voll. Warte mal. Ah, der eine große ist scheinbar schon kaputt, wenn ich das gerade richtig sehe. Kann das sein? Okay, alles klar. Okay, haben wir eine Elefante für die Gegner. Ich halte mich von denen mal fern. Oh Gott, Hilfe. Ich bekomme schön viele SK. Dankeschön, Spiel. Okay. Hubert, nicht sterben. Okay, du bist schon mal weg. Ich gehe erstmal auf die kleinen Viecher, bevor ich mich um den großen kümmere. Oh ja, ich bin nur eine Barriere. Stirb doch einfach. Ah ja, danke schön. Ah, danke, danke. Ich kann mich auch voll bewegen und alles. Das ist fair. Sharia, Wiederbelebung. Oder Sophie, wer auch immer. Mach bitte mal. Komm, Sophie, das schaffst du. Dankeschön. Oh, hör auf mit der Noah-Barriere.
Okay, sehr schön, Fairy Circle. Ihr mit eurer Nova-Barriere immer, das nervt. Ja, danke schön. Okay. Viel Spaß damit. Ist zwar bloß das erste, aber besser als nichts eigentlich mal. Oh ne, ich war so eine dämliche Biene. Okay. Er hat auch spontan Bock gehabt auf sein erstes Mystic Art. Dankeschön, Hubert. Du hast nur noch du, oder? Genau, ich habe keinen anderen mehr zum Auswählen. Nur noch du, mein Freund. Das sollten wir jetzt hinkriegen. Hoffe ich zumindest. Aua. Oh, das ist schöner Schaden. Und wir verhacken die Combo, aber egal. Oh nein, Elfen. Okay, er ist eh tot. Okay. So, oh, einige Titelmeisterungen, sehr schön. Blitzschlagmeisterin-Titel. Der Kampf war sehr hart auf jeden Fall. Ja, okay, sehr hart vielleicht jetzt nicht unbedingt. Es war schon ein härterer Kampf, aber jetzt nichts Unschaffbares oder so. Es ging gut klar. Okay, machen wir das hier. Da gibt es einige coole Sachen zum Lernen. Schnäppchenjägerin, ja, mach's mal fertig. Geh auf den hier. Und du den. Okay. Und dann nächste Erinnerung, bitte, los geht's. What the hell is this thing? Please. Everyone stand strong. We can't let it near the village. You don't understand. What? Who are you? You again. Target acquired. Initiating attack. Why? Why won't you leave me alone? Do you hate me that much? Asbel, Sophie, everyone, what happened? Who did this to you? Oh, looks like my time's up. I knew Cedric would poison me, but I didn't think it would be so soon. I don't want to die. What the? Live on. What? Live on. It just cut off. Sophie, when did that initial battle with Lambda happen? Do you remember? It happened when I first came to this world. And then it appeared with us and Richard in the secret passage 7 years ago. So that monster who attacked us back when we were still kids, that was Lambda?
It looked like he was just trying to stay alive. Maybe all he wants is to live. Lambda is close. I feel his presence growing stronger. It's time. Right. Let's find him and finish this once and for all. Lambda was used and betrayed, and his life was threatened. You're only pretending to like me, so you can use me later. It's always the same. People are only nice to me when they want something for themselves. And when I become king someday, those same people will come for me as well. Yes. My uncle tried to poison my father, and as I expected, he did the same to me. He will curse the day he tried to take my life. I will make him pay. So that's why Richard and Lambda came together. Both of them suffered more than anyone should, and they both want revenge. I can't blame Richard, not after all he's been through. I remember when I lost Sophie, when my father died, when I was banished from Want. What if Lambda had been there with me? What would have happened? If I wasn't lucky enough to have friends that helped me, what would have happened? Ich find's ziemlich cool, dass man halt gerade so einen, oh, danke schön, so einen tiefen Einblick in Espel bekommt. Und immer wieder so ein bisschen seine Gedanken hören kann und so. Ja, und die Szene, die wir gerade gesehen haben, das wird wohl das der erste Angriff gewesen sein, quasi, den Sophie auf Lambda gemacht hat. Und dann, ja, ist Lambda irgendwie entkommen, keine Ahnung. Und Sophie hat sich dann, wie sie uns erzählt hat, in einer letzten Parts im Blumenbeet ausgeruht, weil dort alle drei Elf-Arten vorkommen. Und sie die eben zusammenbringt, um sich halt selbst zu heilen irgendwie. Interessant. Sind wir jetzt hier am Ende oder kommt noch was? Bestimmt noch ein finales Rätsel oder so. Guardia-Schachttiefe, okay. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat sich die ganze Optik verändert. Das sieht alles viel bedrohlicher aus hier. Wir haben zwei Wege scheinbar. Ich gehe den ja zuerst, weil der mir optionaler erscheint. Aber wissen tue ich es nicht. Ja, hier ist nur eine Truhe. Ah, sehr schön, da ist der Kern. Dann können wir jetzt den Golem noch besiegen. Der war ja weiter oben. Das müsste dann auch der letzte sein, oder nicht? Mach mal, ich will nur ganz kurz die Waffen nochmal angucken. Das Levertail, wie auch immer das heißt, das haben wir bekommen von dem, oder? Das hier glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das auch. Das hier noch nicht. Und das haben wir auch. Ja, das müsste der letzte sein. Also ich bin mir halt Ich bin mir halt nicht mehr sicher, ob Espels Waffe eine von den Dämonen war. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es 6 Dämonen gibt und jeder eine Waffe hat. Ah, guck mal, man kann hier sogar zu den ganzen Sachen hier porten. Das ist cool. Wenn man davon ausgeht, dass jeder eine Waffe hat und bekommt, dann ja, es ist klar, dass wie gesagt, noch eine fehlt. Wenn die von Espel eben auch von einem der Dämonen. Golems kam, meine ich. Golem, nicht Dämonen. So, aus welchem Spiel bist du jetzt? Phantasian, okay. Wir hatten bisher schon den Destinion, oder wie auch immer der hieß. Den Vesperion, den Überfion, den Symphonion. Und noch einen. Fällt mir gar nicht ein. Irgendeinen hat man definitiv noch. Symphonion, Destion, Rebirthion, Vesperion, Phantasion und noch irgendein. Was war das nochmal?
Sind die Gegner im Monsterverzeichnis? Warum stirbt der so schnell? Der ist viel einfacher gerade als die anderen Dämonen, Golems, die wir bisher hatten, meine ich nicht Dämonen, Golems. So. Der ist viel einfacher bisher. Der andere hat sich teilweise viel weniger angreifen lassen irgendwie. Aber was bist du anfällig? Für E-Arts, okay. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das nachzugucken. So kurz vor Beendigung des Kampfes auf jeden Fall. Oh Mann. Jetzt stirb bitte einfach. Und bring mir Sophie nicht um, mein Freund. Das wäre voll geil von dir, weißt du das? Okay, und sie hat den Titel beendet. Sehr schön. Hä? Bekommen wir jetzt nichts, so habe ich das übersehen. Ah, das war wahrscheinlich diese eine Einblendung am Ende des Kampfes, die ich weggedrückt habe, aus Versehen. Ja, der Bestatter. Alles klar. Geister zur ewigen Ruhe schicken, I see. Tite, so, du bekommst bitte mal den jetzt hier, du Dualzerschmetterer, meinetwegen. So, und du bist noch nicht fertig, du bist auch noch nicht fertig, du auch, und du bist auch noch nicht fertig, alles klar. Und dann... Ich heile mal noch nicht. Ich weiß ja nicht, was noch für Gegner eventuell auf uns zukommen, wo im Kampf noch geheilt werden kann. Deswegen heile ich mal nicht. Oh, ich bin so gespannt auf das, auf den finalen Bosskampf und so. Ich bin so gespannt. Der aus Symphonia war ziemlich einfach, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also der war in zwei Phasen geteilt. Und die erste Phase war die schwierigere, glaube ich. Und die zweite habe ich ziemlich schnell besiegt. Einfach draufhauen, gut ist. Es war ziemlich einfach, wenn ich mich nicht täusche, habe ich gesagt. Aber kann auch sein, dass ich mich täusche, aber ich, ja. Und die anderen Tales of Spiele, die ich so gespielt habe, weiß ich gerade gar nicht mehr. Der aus Berseria war ziemlich schwer, wenn es mich nicht täuscht. Der aus Xillia war auch relativ heftig, glaube ich. Ups, das wollte ich nicht, egal. Der aus Xillia war auch relativ heftig, wenn es mich nicht täuscht. Systeria habe ich nie durchgespielt, das habe ich bloß 20 Stunden lang ungefähr gespielt und dann aus Zeitgründen damals abgebrochen, weil ja, ich mag Systeria zwar ganz gerne, aber trotzdem ist es nicht das beste Spiel der Welt und deswegen habe ich mir damals gedacht, okay, spielst du lieber Spiele, die du besser findest und machst Systeria irgendwann mal als Let's Play weiter. Deswegen habe ich Systeria damals abgebrochen gehabt. Vorerst. Ja, deswegen Systeria weiß ich nicht. Fantasia habe ich auch nie gespielt. Destiny? Destiny weiß ich gar nicht. Ich glaube, der war aber auch relativ schwer. Aber Destiny habe ich... Ist zu lange her, dass ich Destiny durchgespielt habe, muss ich sagen. Deswegen bin ich mir da nicht mehr ganz sicher, wie das da war. Welche Tales of Spiel habe ich noch durchgespielt? Ich glaube, das müssten alle gewesen sein. Wobei Xillia 2, das habe ich zwar nicht selbst durchgespielt, sondern bloß als Let's Play gesehen gehabt. Aber der Final Boss war, glaube ich, auch relativ heftig, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, das kann ich auch gar nicht beurteilen, weil ich es eben selbst nicht gespielt habe, sondern bloß gesehen habe. Und wie andere Leute darauf reagieren, kann ja ganz anders sein als meine eigene Meinung, sage ich mal. Deswegen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie das da war. Naja. Okay, wir kommen scheinbar immer näher. Zumindest sieht es so aus. Aber der Bereich hier ist gerade irgendwie ein bisschen unnötig, oder? Wir laufen durch gleich aussehende Gänge, laufen an den Gegnern größtenteils vorbei und es gibt keine Rätsel mehr oder so. Meistens bloß zwei Abzweigungen, wo nochmal ein anderer Weg kommt, dass wir einen Boss nicht machen muss, oder genau. Meistens zwei Abzweigungen, wo nochmal irgendwie ein anderer... wow, das war gut. Weg ist mit einer kleinen Schatztruhe oder so. Und gut, ist ehrlich gesagt echt nicht der spannendste Bereich im Spiel, ganz ehrlich. Da gab es Besseres, aber okay.
Aua. Okay, mal gucken. Trotzdem, wie das hier wird. Oh, die macht ziemlich viele Lebenspunkte, sehe ich gerade. Oh Mann, das könnte nervig werden. Wegen dir. Aua. Wo kamst du jetzt her? Oh nein, Elefante, weg von denen, weg von denen. Das ist ganz uncool. Ich bleib schön hier. Aua. Stehen und mache nichts, okay. Und gleich habe ich Elefante, beziehungsweise Elefwechsel, wie auch immer das nochmal hieß. Und kann dann schön angreifen. Hast du eine Barriere? Ja, hast du. Uncool. Gleich haben wir Elefwechsel und können dann schön mit Mystic Arts Aua reinhauen. Aua! Oh Gott, der arme Hubert ist gleich einfach tot. Okay, sie haben mich wieder aufgepäppelt, sehr gut. Und genau deswegen will ich halt mehrere Heiler im Team haben, nicht nur einen. Genau deswegen. Dann dauern die Kämpfe vielleicht ein bisschen länger, weil ich eben nicht so viele Angreifer habe, aber trotzdem, was soll's. Warum kann ich gerade schon... Ich konnte gerade schon wieder kein Mystic Art machen, ich verstehe das nicht. Manchmal geht's einfach nicht. Na, was soll's. So, der hat noch so viel... Oh Gott. Aua. Das könnte halt wirklich nervig werden. Den Fall ich zu machen. Okay, also gerade schön gestunt. Heißt das Wort genau? Aua. Kannst du dich so wegbewegen, bitte? Bleib einfach stehen und ich hau auf dich drauf, ja? Guter Plan, dankeschön. So. Aber warum bleib ich da stehen? Heilt mich bitte mal. Dankeschön. Oh, ich laufe voll in den Angriff rein. Gute Idee. Macht er halt über Nova. Nochmal. Wow. So, hier viel Spaß damit und damit. Das war guter Schaden. Hör auf, irgendwelche Arts zu wirken. Da hab ich echt keinen Bock drauf, weißt du das? Und Elefende. Ich verzieh mich mal. So ein bisschen. Ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. So. Wenn wir uns dann mal auf einen Gegner fokussieren könnten, wäre der Kampf vielleicht sogar ein bisschen schneller vorbei. Weil, wenn der jetzt eventuell schon tot wäre. Wenn die nicht dem ja schon mega viel Schaden zugefügt hätten. Aber okay. Dann ist der gleich einfacher zu besiegen. Oh ja, Elf-Schub, sehr schön. Kommen Sie her. Okay. Oder Hubert macht einfach der Mystic Art, das ist mir auch recht. Au! Oh ja, das ist... Oh, das ist schön. Nur 21.000. Das sollte sich ja schnell legen. Hoffe ich mal. Okay, wir wurden gebufft von Sharia, glaube ich. Sehr schön. Meine Güte, blöder Gegner. Stirb doch endlich mal. Oh. Das scheißt nur aber ja die ganze Zeit. Könnt ihr das einfach... Schon wieder! Kannst du das einfach mal lassen, mein Freund? Richard ist tot, das gefällt mir nicht. Aber er wird scheinbar gerade schon wieder belebt. Ja, danke schön. Jetzt hör doch mal auf mit der Anua-Barriere, du Mistvieh. Meine Güte. Schon wieder ernsthaft. Alter, ich lauf voll da rein immer.
Oh Gott! Okay, ich bin weg von denen, ich bin weg von denen. Ich halte mich zurück. Und lass bloß Hubert angreifen, der scheinbar lebensmüde ist oder so, keine Ahnung. Okay, einer ist endlich down, perfekt. Gott, das ist zwei sind die echt nervig. So, und... Ah, hör auf. Okay, Sophie, halt ein bisschen. Hör auf, sie zu stunnen. Mega uncool, Freund. Da fliege ich wieder diese Engel rum. Ich glaube, das ist wieder der Nurse-Angriff aus Tales of Symphonia. Ich glaube, es ist von Sharia. Hat sie das vielleicht auch und ich habe es gar nicht gemerkt? Kann sein. Oh ja, oh ja, der Angriff. Nur noch 8000. Sollten wir das schnell hinkriegen. Und tschüss. Wir sind von S bis Fuß, Hubert. Muss nur ein bisschen rumsuchen da. Oh Mann. Der Kampf war sehr krass. Und ihr geht mal, lasst mich bitte in Ruhe. Das wäre voll super von euch. So, ich hoffe mal, das war der letzte Bosskampf, den wir hier eventuell haben. Dann wäre ich sehr zufrieden. Und dann sind wir gleich beim Final Boss. Den machen wir erst im nächsten Part, logischerweise. Ich wollte gar nicht in die reinlaufen. Das war irgendwie... dumm. Egal. Was soll's. Warum kann ich ein Mystic Art nicht machen? Das haben wir noch nie gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ziemlich cool. So. Hör auf, irgendwas... Au, zu machen und dich selbst in die Luft zu sprengen. Oh, schon wieder dieses scheiß Nova-Zeugs. Kannst du einfach aufhören? Können die Gegner es auf, um permanent zu haben? Das wäre echt mega freundlich. Boah, ey. Ich raste heute voll aus. Wegen dieser Nova-Barriere, diese permanent immer irgendwie kommt. Ich denke mal, es wird noch eine Erinnerung kommen und dann ist Ende vielleicht. Diese Dungeon ist gerade so seltsam. Warum laufe ich hier bloß von Teleporter zu Teleporter? Wofür wir kämpfen? Close proximity to the Lestalia will make Richard even more powerful than before. He wasn't exactly holding back when we fought in the cocoon, but this time he'll be fighting for his life. As will we, brother. And therefore we shall not lose. Exactly. We will not lose. I've spent my life trying to get stronger in order to protect my friends. Today, I fight with that power. I fight to ensure the promise I made to Kurt. I fight to protect Azbel and Richard and everyone. Our reasons for fighting can be different, as long as it brings us all together. Yes. Find the thing you hold in your heart and never let it go. Let's do this! All right. Stay focused, everyone. Our final battle begins now. Okay, haben wir jetzt zwei Wege. Einer da hinten hin. Ich schätze mal, da wird dann das Ende sein. Und noch einer nach links gerade. Oh Gott, ich habe so Angst einfach. Ich habe so Angst vor dem bevorstehenden Kampf gegen Herrn Richard. Ach nee, das ist einfach nur ein Teleporter mal hier raus. Okay, alles klar, gut. Dann würde ich sagen, geht im nächsten Part hier hinten weiter. Scheinbar voll in die Lestalia rein oder so, keine Ahnung. Bis dann, ciao. Raviro. Tschüss.